Hallo zusammen, ich werde heute zum ersten Mal Filipino Instant Nudeln probieren. Und zwar haben wir einmal die klassische vegetarische Variante, die ist auch nicht so scharf. Ich habe das mal gegessen, aber das ist eine Weile her. Deswegen und zum Vergleich, weil ich weiß, dass die Filipinos sehr gerne und sehr scharf essen, haben wir hier die Hot Spicy Variante. Und ich bin eigentlich gar kein Scharfesser, deswegen bin ich mal gespannt, wie mich das Ganze auswirken wird. Aber first things first, erstmal Pasta kochen. So sieht das Ganze aus. Instant Nudeln, normal, und dann sind da hier die verschiedenen Gewürze. Ich weiß jetzt nicht, was das alles ist. Wahrscheinlich irgendwelche Gewürze. Und hier haben wir, sieht aus wie Öl und ja, irgendein Flavor. Mal gucken. Kochen das jetzt mal alles zusammen. Damit wir das auch nicht verwechseln, trennen wir das Ganze. Tada. Hier genauso. Ich glaube, das ist der Spicy One, der scharfe. Oh, und hier sieht man auch schon die, ich glaube, das ist Öl oder was auch immer das ist, ist auch ein bisschen orange. Ich glaube, da ist auch ein bisschen scharf drin. Dann kochen wir das Ganze mal. Let's Also wie ihr seht, sind in den beiden Packungen die Instant-Nudeln, die sind identisch. Ich glaube, das ist komplett einfach ein Standard. Das Einzige, was sich unterscheidet, sind die Flavor. Also ich glaube, das ist einfach ein vegetarisches, wahrscheinlich mit Gemüse oder so. Und hier ist, nehme ich an, auch das Schaf mit drin. Und da ist auch ein Hauch von Lemoncito. Das ist wie eine ganz mini kleine Zitrone. Und der nächste Unterschied ist die Soße. Das hier, das Dunkle, ist wie wahrscheinlich eine Sojasauce, nehme ich an. Und das andere, genau, das ist wie ein Öl. Und ja, ich glaube, da ist ziemlich viel Schärfe drin. Testen wir das mal. Auf geht's zum Nudeln kochen. Also zuerst brauchen wir einen Topf mit Wasser, könnt ihr sehen. Ungesalzen ist ganz wichtig, weil die Flavor kommt ja später oben drauf. Genau, die ganze Geschmacksrichtungen und so weiter. Aber dafür müssen wir erstmal, funktioniert denn das? Hot Water. Erstmal kochen. Wasser kochen, genau. Das ist ein Elektroherd. Und es ist so ein Standardherd, wenn man keinen eingebauten Herd hat. Was hier oft typisch ist, deswegen kocht man halt so ein. Auch sehr praktisch. Kann man überall mit hinnehmen. Ohne groß hier kannst du auch noch zum Camping mitnehmen, solange du halt eine Steckdose hast, ne? Jetzt gucke ich. So, das Wasser kocht. Teile mit. Die Instant-Nudeln, die kochen jetzt nur 3 Minuten. Und dann wird das Wasser einfach ab, also die Nudeln werden einfach abgeschöpft. Das war's. So, ich glaube, jetzt sind sie fertig. Wenn sie nicht mehr so oben schwimmen, dann sind sie voll gesaugt mit Wasser. Das schneiden wir mal aus. Und dann ab die Box. Oldschool. So, ich glaube, das ist genug. Heiß. Teilen wir das einfach mal auf die beiden Teller. So, aber ich mache das jetzt einfach mal, wie ich denke. Es riecht richtig, richtig scharf. Oh.
schön alles drauf. Und ich glaube, das wird ein richtiges Sauerei. Entschuldigung. Tada! Und jetzt noch das Spicy-Öl. Boah, das ist eine richtige Sauerei. So, same, same. Das Vegetarische nehme ich an. So, alles draußen. Ah, das ist schon viel heller. Sieht gut aus. Ist nicht so scharf. Riecht ein bisschen nach Käse. Ich weiß nicht warum. Very, very good. Und dann wird alles schön gemixt. Dass alles auch ja den gleichen Geschmack hat. Und das genauso gleichmäßig verteilt ist. Und wie man es schon sehen kann, ist das hier heller und das hier ist ein bisschen dunkler. Hier haben wir jetzt das hellere Pancit Canton. Grüne, genau, mit der grünen Packung. Und hier auf der anderen Seite haben wir das ein bisschen dunklere. Dann auch Pancit Canton, aber scharf. Jetzt geht's ans Probieren. Erstmal das grüne, nicht ganz so scharfe. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Die sind sehr lang eigentlich. Ein bisschen wie Spaghetti. Sehr salzig. Schmeckt sehr, sehr intensiv mit diesen Gewürzen und Zitrone. Also ist überhaupt nicht scharf. Sehr angenehm. Ich glaube, das ist so für jeden Tag kann man das essen. Also ich könnte es jeden Tag essen. Schmeckt auch nicht nach Fisch oder sonstiges. Also ist wirklich, glaube ich, ein komplettes Gemüse. Also vegetarische Instant-Nudeln. Genau. Ta-da-ta-ta. Und jetzt geht's an. An das Schaufeln. Wie scharf ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Extra Hot Chili Flavor. Also kann man davon ausgehen, dass es extrem scharf ist. Und ich als nicht scharf Esserin. So witzig. Okay, ich probiere nicht so viel. Ich bin echt mal gespannt. Riecht sehr nach Paprika. Okay. Oh mein Gott. Oh, das ist wirklich scharf. Das ist mega scharf. Das ist mega, mega scharf. Und wieder sehr salzig. Eigentlich schmeckt man gar nichts außer Schärfe. Oh mein Gott. Ich habe auch direkt Wasser im Mund. Aber es geht, es lässt schnell nach. Oh mein Gott. Es lässt erstaunlicherweise schnell nach, die Schärfe. Also es ist wirklich nur, wenn du es im Mund hast und dann explodiert es und dann ist es ein bisschen okay. Kann ich mit noch ein? Oh mein Gott. Probieren das mal. Ein bisschen mehr. Okay, ready? Es ist wirklich sehr scharf. Oh mein Gott. Das schmeckt ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die spanische Wurst Chorizo. Das hat ein bisschen, Moment, das hat ein bisschen diesen Paprika-Flavor, diesen Paprika-Geschmack, aber es ist scharf. So ungefähr schmeckt es. Und es ist total scharf, oh mein Gott. Okay. Fazit, es sind beide sehr, sehr lecker. Wenn man scharf mag, dann kann man das wirklich mit Genuss essen. Für Nicht-Scharfesser ist es wirklich sehr scharf. Also das Ganze könnte ich nicht essen. Ich habe 2 Löffel Gabel gegessen. Es ist scharf. Und das Grüne ist so mein Favorit. Das kann man so für jeden Tag, wenn man sagt, ah, man hat keine Lust zu kochen oder so, kann man mit dem Vegetarischen eigentlich sehr gut. Sehr eigentlich. Genau. Und ich glaube, das nehme ich auch. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen bei meinem ersten Filipino Instant Nudeln Tasting. Und vergesst nicht, uns zu folgen, beziehungsweise findet ihr den Link zum
unserem Account, gleich hier unten. Und habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns bis ganz bald.